Eine Höhle. Oh, kill it with fire. Wo krabbelt ihr denn hin? Ah ja, jetzt kommen sie auf mich zu. Zum Glück finde ich die nicht wirklich eklig. Obwohl ich Spinnen sehr widerlich finde, aber die sehen gar nicht so spinnenmäßig aus. Also schon, aber eher so wie Läuse oder sowas. Wie Flöhe, wie große Flöhe sehen sie aus. Und nicht wie so Fettarschspinnen. Die finde ich wirklich eklig. Ich finde die Dragon Age Inquisition hat furchtbar widerliche Spinnengegner. Aber die gehen eigentlich. Vergilbter Brief. Total vergilbt. Welche Werbung ist das? Ich wollte jetzt gerade einen tollen Gag machen und wollte gerade sagen, das wäre mit diesem einen Produkt, das die Vorhänge entgilbt, nicht passiert. Aber jetzt fällt mir nicht mehr ein, welche Werbung das früher war. Total, ich bin der Gilb. Ich mache Vorhänge. Aber keine Ahnung, was das für ein Produkt war. Werbeauftrag fehlgeschlagen, würde ich sagen. Kamerad! Wenn du diesen Brief liest, dann bist du ein freier Mann. Ach was, das freut mich aber. Ich wusste, dass dich Drakenborg nicht brechen konnte. Tut mir aufrichtig leid, dass du es warst, an dem sie damals herumgefummelt haben. Das Schicksal kann einem manchmal übel mitspielen, nicht wahr? Aber jetzt bist du ein gemachter Mann. Ich habe deinen Teil der Beute in der Höhle versteckt, in der sie uns nicht spielen lassen wollten, als wir noch Kinder waren. Damals tummelten sich dort riesige Spinnen, von denen jetzt nichts mehr zu sehen ist. Also jetzt wirklich nicht mehr. Aber naja, war anscheinend eine Falle. Die Jäger behaupten, sie hätten sich woanders hin verzogen. Hier gäbe es nicht genug zu essen. Deswegen würden sie so schnell nicht wiederkommen. Ist also ein sicheres und ideales Beuteversteck, wenn die schlechte Erinnerung daran... Was? Denn die schlechten Erinnerungen daran sorgen dafür, dass alle anderen da einen großen Bogen darum machen. Wahrscheinlich ist es keine Falle, sondern der hat da tatsächlich die Kiste platziert, aber dann sind die irgendwann später zurückgekommen, ne? So wird es wahrscheinlich sein. Die Truhe ist im zweiten Abschnitt der Höhle vergraben. Schnapp sie dir jetzt, dann bist du ein reicher Mann und kannst bis an dein Lebensende trinken und rumhuren. Wir sehen uns, du weißt schon wo. Dann werden wir in Wein baden und in Luxus leben. Ja, ein bisschen eklig sind die schon. Warum spucken so Fantasy-Rollenspiel-Spinnen ihre Fäden immer aus dem Mund? Macht überhaupt keinen Sinn. Keine Spinne im Universum macht das. Oh, da hinten ist Mama-Spinne. Kann ich uns da einfach mit Art durchhauen? Das wäre cool. Ups, das wollte ich alles nicht. Nee, bei manchen Stalagniten geht das. Bei denen scheinbar nicht. Aber irgendwie ist mein Questbereich hier. Muss ich hier nach der Jade vielleicht suchen und das mit dem Schatz ist wieder eine andere Quest. Pilze. Pilze sind keine Jade, glaube ich, als ich das letzte Mal in mein Fossilienbuch geguckt habe. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Dann wollen wir mal etwas davon abbauen. Jetzt bräuchte man Minecraft, Steve. Der hätte das schneller geschafft.
So, jetzt gehe ich aber trotzdem noch zur Mama Spinne und hole mir den Schatz, der so reichhaltig ist, dass ich mein Leben lang mich betrinken und rumhuren kann. Ist das eine Bedingung? Weil dann weiß ich nicht, ob ich den unbedingt haben will, ehrlich gesagt. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich kann nicht mehr jeden Tag so viel trinken und so. Ah, eklig. Wie schnell die sich bewegt. Ih, das ist schon eklig. Hör bitte auf, dich zu bewegen. Hier. Ah, und wehtun die auch noch. Und ich verdrück mich dauernd. Ich bin so blöd, ey. Okay. Jetzt, ich bin irritiert. Oh nein, mein Controller ist auch noch leer. Jetzt wird's ernst. Nein, nicht schon wieder. Der Wirbel-Zwirbel-Zauberschwertwind des Todes hat wieder zugeschlagen. So, holen wir uns mal den Schatz. 400, für 400 Floren kann man sein Leben lang rumhuren und sich betrinken in dieser Witcher-Welt. Switcher-Witcher-Welt. Wir haben 8000. Wir haben quasi das 20-fache, das 22-fache von dem, was man braucht, um sein ganzes Leben lang nur Alkohol und Huren zu konsumieren, ununterbrochen. Was machen wir hier eigentlich noch? Kaufen wir uns einfach die beiden hier, Novigrad und den anderen, die ganzen Länder. Weltfrieden. Und Nilfgaard. Das sind die anderen. Da bin ich jetzt witzigerweise nur über die Cyberpunk 2077 Eselsbrücke auf den Namen gekommen. Weil da gibt es ja die schönen Milfgaard-Werbungen überall. Wohin wollen wir gehen? Schauen wir mal in unser Questbuch. Ah, warte mal, ich brauche ein Ladekabel für den Controller schnell, weil sonst geht es mitten im Kampf aus und dann haben wir das Problem. Machen wir vielleicht schnell 5 Minuten Pause. Viertel nach geht's dann wieder weiter. Ich bin sofort wieder da. So. Weiter geht's. Controller steckt am Kabel. Oh, irgendwie ist das ein bisschen locker. Nee, aber passt schon. Oder? Lädst du Controller? Na, der wird es uns schon sagen. Machen wir weiter. Wir haben Jade. Wollen wir, wenn wir jetzt schon hier sind, die drei Fragezeichen? Weil da kommen wir nie wieder her. Komm, los. Ich habe auch keinen Bock auf die Fragezeichen. Aber irgendjemand muss sie erkunden. Und wenn wir es nicht machen, wer dann? Was ist denn das für ein rotes Pünktchen auf der Karte? Das sieht sehr... Das ist irgendwie ein... Der Baum da oben rot. Das sieht komisch aus, ne? Guck mal hier, irgendwas stimmt da nicht. Das ist falsch. Naja, da kommt noch irgendein großes rotes Pünktchen auf uns zu. Gott, was ist denn das? Ach so, okay. Das sah gerade sehr komisch aus. Durch den Baum durch, finde ich. Das Ding hat uns ganz schön böse vergiftet. Aua. Diese Insektoiden sind schon eklig, ne? Ich glaube, ich meditiere mal ganz kurz, damit wir unsere Tränke wieder auffüllen. Heiltränke vor allem. Hallo, Raubritter-Leichenfresser. Nein, ein Bier. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Tja, ein ganz schönes... Oh, verdammt, wie soll ich dem denn jetzt was tun? Guckt euch das an. Jetzt hat er sich hingelegt. Nachdem er hier die Dorfbewohner gemampft hat, muss er ein bisschen schlafen.
Okay. Jetzt muss ich. Jetzt ist es Verteidigung, was ich jetzt mache. Jetzt ist es okay. Notwehr. Ich meine, Plötze ist ein super Pferd und so. Da gibt es überhaupt nichts. Aber jetzt hätte ich gern, wie in Breath of the Wild, die Möglichkeit, auf dem Bär einfach zu reiten. So ein Bär ist schon ein ziemlich cooler Verbündeter im Kampf. Cooles Reittier und Freund. Keine Angst, der schläft nur. Ich habe nämlich das, was hier so rot leuchtet, das ist Bären Sandmann-Sand. Spezieller Schlafsand extra für Bären. Und jetzt habe ich ihn ins Reich der Träume versetzt, wo er wundervolle Träume träumt. Und wenn er aufwacht, hat er nie wieder Bock, Menschen zu essen. Das macht der Bären Schlafsandmann-Sand. Hallo, Desert Railgun, wie geht's? Schönen Abend. Na gut, der Bär. Nee, warte mal, hier müsste es einen Schatz noch geben. Bist du der Schatz? Ich glaube, du bist der Schatz. Ja. Hosen. Die Assassinenhosen schon wieder. Wie ich diese Hosen hasse. Ich hoffe, die sind nicht besser. Ich hoffe, das sind keine super hochleveligen Assassinenhosen Deluxe. Nein, die sind ein bisschen schlechter als unsere jetzigen Hosen. Ich will nie wieder Assassinenhosen tragen. Aber wenn ich mal welche finde, die besser sind, muss ich sie tragen. Das ist die Regel. Da schauen wir uns die anderen beiden Fragezeichen noch an. Ich meine, jetzt ein Bär verhauen ist nicht die beste Quest im Universum. Aber wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, hier einfach so einen riesigen Bären zu treffen. Insofern, 1:0 für dich, Spiel. Dass Geralt oft so abbremst, ja genau, wenn ich Sachen pflücke, nervt. Wenn ich einfach durchlaufen könnte beim Pflücken, wie in so vielen anderen Spielen, wäre es kein Problem. Aber dieses kurze Bremsen stört mich. Da habe ich gar keinen Bock, die Blumen zu pflücken. Deswegen habe ich immer zu wenig Blumen. Monsternest! Was sind's, Necker? Ja! Burn, Necker, burn. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Gut, geht's nichts zu tun auf der Arbeit wegen Corona. No, gibt Schlimmeres. Nee, ich meine, es ist... Man, ne, so allgemein denkt man sich, oh, ist doch gut, wenn man nichts auf Arbeit zu tun hat. Aber ich kenne das sehr gut und ich hoffe, so geht's dir nicht, dass zu wenig Arbeit auf Arbeit echt zur Qual werden kann. Teilweise. Wenn man einfach nichts zu tun hat und die Zeit vergeht nicht und es stinkt langweilig, aber heimgehen darf man auch nicht. Das nervt einfach nur. Aber wenn es dir gut geht, ist es gut. Oh oh. Der Necker. Okay. Glitch. Glitchkopf-Necker-Pants. Was machst du da? Ich habe mal gehört, Necker sind wie Regenwürmer. Aus dem wachsen jetzt zwei neue Necker. Und ich glaube, es stimmt nicht mal bei Regenwürmern. Okay, dann machen wir noch und dann ist Schluss hier mit Fragezeichen farmen. Dann haben wir hier oben eh schon alles abgegrast. Sehr gut. Nö, geht schon. Ich kann die PS4 anschmeißen und leveln. Oh, das ist dann natürlich nice. Besteht da keine Gefahr eines Bore-Outs, wie man das so schön nennt. Dass man unterfordert ist. Das ist natürlich toll. Ich hatte auch mal einen Job. Der Job an sich war jetzt nicht der Hammer, aber ich konnte währenddessen einfach immer Podcast hören. Und das ist einfach super. Das macht einfach jede Arbeit leichter und angenehmer, wenn man nebenbei einfach Podcast hört.
Das war so neben dem Studium Teilzeitjob und ich habe einfach jeden Tag dadurch 4 Stunden, die Arbeitswege mitgerechnet, sogar 5 Stunden Podcast gehört. Mir sind dann schon langsam die interessanten Podcasts ausgegangen, aber dafür habe ich viele interessante Podcasts gehört jeden Tag. Schon auch cool. War eigentlich eine, was das angeht, coole Zeit. Hatte viel Zeit zum Podcast hören. Und jetzt habe ich in meiner Podcast-App immer noch die ganzen Podcasts, die ich eigentlich gern hören würde, aber keine Zeit mehr dafür. Das finde ich immer schade. Au, aufhören. So, jetzt passt auf. Oh, oh, MC Hammer meint's ernst. Au. Ihr seid gemein zu mir. Ich mag euch nicht mehr. Dachte, wir sind Freunde. Nein, der haut mich gleich wieder mit dem Hammer. Warum dauert das immer so lang? Aber ich glaube, es hat noch funktioniert, oder? Der Bogenschütze ist mein Freund. Cool. Das ist gut. Ich finde, blocken sollte illegal sein. So, na also. Raubritter gegen Raubritter. Schildheini gegen Bolzen-Benny. Wer wird wohl gewinnen? Es sieht nicht so gut aus für Bolzen-Benny. Oh oh. Leider hält das nur zu so kurz. Ich hätte. Es wäre schön, wenn das ein bisschen länger halten würde. Oh oh. Schildheini. Hieß der Schildheini? Ich weiß es nicht mehr. Hat gewonnen. Ja, ist aber auch robust. Und jetzt brennt er. Und jetzt, ich habe mal gehört, bei Menschen ist das so ähnlich wie bei Neckern. Wenn man die in der Mitte auseinanderschneidet, wachsen 2 neue draus. Bericht des Quartiermeisters. Bericht des Quartiermeisters vom 25. des laufenden Monats. Abraxe! Dankeschön! Für die Bits nochmal. Nochmal eine schöne Herzchen- und Pride-Flaggen-Krone obendrauf. Danke. Das ist ja nett. Ah ja, machen wir nochmal, weil es so schön ist. Give him the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Bitte ein Bit. Dankeschön. So, Bericht des Quartiermeisters vom 25. des laufenden Monats. Die Jagdgruppe hat heute in den anliegenden Wäldchen auf... ist wahrscheinlich, oder? Ist heute in den anliegenden Wald aufgebrochen. Dort gibt es jede Menge Wild. Hat 12 Rehe, 8 Hirsche, 32 Hasen und 7 Wildschweine erlegt. Wie viele Leute waren denn hier? 12 Rehe, 8 Hirsche, 32 Hasen. Das Fleisch wurde gesäubert, gesalzen und zum Trocknen in die Sonne gelegt. Die Felle wurden ins Lager zur Burg Zuzer gebracht. Ach so, so heißt die Burg. Bevor wir uns hier verziehen, werden wir nochmal Vögel jagen. Ja. Die Jäger haben Fasane, Wildenten und Rebhühner entdeckt. Hier gibt es wirklich von allem genug. Also sollten Hunger kein Problem sein, wichtig. Die hiesigen Jäger... Ach so, wichtig. Ein hiesiger Jäger, der sich uns als Gewahl Matt vorstellte, kam ins Lager. Hat uns ein Bärenfell verkauft, Spitzenqualität. Hat versprochen, mit einem weiteren zurückzukehren. Sobald das passiert, werden wir ihn fesseln und seine Füße ins Feuer halten. Denn irgendwas an dem Typ ist verdammt faul. Okay. Eine Reliktrüstung. Da waren ungefähr 5 Hanseln, die irgendwie 15 Rehe und 32 Hasen irgendwie. Wie lange wollten die denn hier? Also, ich weiß auch nicht.